So Leute, servus und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute sind wir in Sölden unterwegs und ja, erster Skitag. Pisten sind ein bisschen eisig und wir haben aber 10 cm Neuschnee drauf. Ich finde, das ist eigentlich ganz entspannt zu fahren. Ja, mein erster Skitag ist ganz lässig. Peter ist auch dabei, komm mal rein. Servus. Mega lässig heute, oder? Ja, ist geil. Geiles Wetter, jetzt klart es langsam vielleicht ein bisschen auf, Sonne ist auch ein bisschen da. Also ja, vielleicht gerade ein bisschen da, genau. Wie ist es im Snowboard? Ganz angenehm, also ein bisschen ruppig mit dem Eis unten drunter, aber es funktioniert. Super. Es funktioniert. Sehr gut. Hinter der Kamera übrigens der Luis. Servus. Und ja, wir machen uns jetzt mal einen schönen Tag. Wir genießen den Schnee auf dem Gletscher. Genau. Und viel Spaß bei dem Video. Schwarze Schneid. Ja. Mittelstation. Ja. Jetzt fahren wir ganz nah auf und dann fahren wir wieder runter. Ja, so ist der Lauf der Dinge, oder? Ja. Endlich schneit's. Ja, es wird jetzt Zeit, ne? Also letzte Woche haben wir hier oben noch produziert. Wenn du das hier ansiehst, Corbinian, das ist auf jeden Fall alles grau gewesen. Grau in grau. Und jetzt, ja, es macht den Winterurlaub dann echt noch mal ein ganz Stück schöner, ne? Wenn der Schnee da ist. Tiefschneepiste oder was? Nee. Ja, da fehlt noch Schnee. Also ihr seht auch, Leute, Gott, Schneekanone, da geht noch nichts. Ja, also da müssen wir noch ein bisschen warten. Ist irgendwie traurig, dass man hier oben noch 3000 Meter Schneekanonen braucht. Naja gut, es schneit ja, der Schnee kommt. Ich meine, wir haben Laune, macht richtig Spaß. Und das Geilste, das Allergeilste ist, wenn wir mal da oben dran, Luis, schau doch mal dahinter. Sonnenschein. Sonne! Das ist so geil. Ey, 0 Sonnenstunden hat er auch gesagt und wir haben einfach Sonne. Beste Sicht. Also, Hammer Tag bis jetzt, oder? Also, Marius, darf ich dich ein, zwei Sachen fragen? Ja, sehr gerne. Schön, dass du hier oben bist erstmal. Ja, auf alle Fälle. Du auch. Ja, sicher. Schön, dass wir uns getroffen haben. Bei dem inzwischen Schneefall. Zum Glück Schneefall, oder? Wetter, endlich ein bisschen Niederschlag. Also wir haben die letzten Tage schon hier in Sölden verbracht und es war dann eher wenig Schnee. Und jetzt kommt der Winter. Ja, er ist da. Kommt mal richtig. Ja, man spürt ihn. Ja, wann ist denn deine Skisaison gestartet? Gut, also gedanklich eigentlich vor 8 Wochen, da habe ich mein Ski-Update gestartet, das hast du vielleicht mitbekommen und da war so, okay, Vorbereitung, jetzt geht's langsam los. Aber gestartet sind wir dann vor gut 3 Wochen, auch in Hintertux, erster Skitag in Hintertux. Und ja, war ehrlich gesagt für die Vorsaison sehr gut bisher, aber habe ich auch schon, hast du ja auch gesehen in den Inhalten, das ist im Endeffekt ist es wirklich Vorsaison. Ja, klar.
muss man sich dann überlegen, ob man wirklich schon Skifahren möchte, weil es sind ja einfach nur die Gletscher auf. Ja, wie viele Skitage hast du denn schon? Wir haben jetzt Ende Oktober. Ja, es sind jetzt, heute ist der 10. Okay. Aber heute bin ich nicht gefahren, ich bin hier oben, sprich nur Videoproduktion, kein Fahren. Also wir reden über 9 aktive Skitage. Okay, krass. Genau. Ja. Ja. Was hast du geplant die Saison? Wahrscheinlich extrem viel, oder? Ja, genau. Also gerade ist dann vor allen Dingen so dieses Thema YouTube. Es gibt einige Fragen, die mir da gestellt werden, die möchte ich gerne in Videoform beantworten. Das heißt, da machen wir echt viel. Ja, und so die größten persönlichen Sachen sind dieses große Event Rise and Fall in Meierhofen. Das ist ein Sportevent vor Weihnachten, 14. Dezember. Da werde ich antreten. Und dann, ja, so das Auschecken der Dolomiten wäre noch so ein persönliches Ziel. Also Dolomiten-Skifahren. Ja, ist ein Ziel, genau. Ansonsten, ich habe keine Ziele in Zahlen. Also ist jetzt kein Skitag-Ziel, kein... Ja, sowas habe ich nicht. Einfach Bock auf die Skisaison. Genau, und die Tage nutze, wie es kommt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir. Ich habe eigentlich auch schon einen Plan. Und zwar, bei mir ist es so, wir haben jetzt halt gedacht, oder ich habe mir gedacht, wir haben ja viele Skigebiete, auch bei uns in Bayern, Deutschland. Ja. Und Plan ist einfach, dass ich jetzt einmal die ganzen Skigebiete bei uns, alles, was aus dem Münchner Raum erreichbar ist, cool, abgrase, Skitests mache. Werdet ihr auch dann in den folgenden Videos sehen. Cool. Ja, checkt es aus. Ja. Auf alle Fälle natürlich auch Marius Kanal. Ja, danke, danke. Also das Content ohne Ende. Ja, da ist gerade viel. Das ist richtig krass. Also aber ich freue mich auch auf deine Inhalte, weil die deutschen Gebiete sind definitiv auf YouTube noch unterrepräsentiert. Genau. Da kann man viel machen. Und das Zugspitzvideo, zumindest habe ich ein paar Aufnahmen gesehen. Ich weiß nicht, ob es dann schon draußen ist, aber es sieht schon sehr gut aus. Ja, danke dir. Es schneit, ey! Jawohl! Alles klar, also schönen Tag dir. Ja, danke und dir. Schöne Saison. Euch auch, ne? Alle, die zuschauen. Und genau. Sehen wir uns ja nochmal die Saison. Ja, hoffentlich, genau. Also, wir sehen uns ja höchstwahrscheinlich dann im Stubai nächste Woche. Genau, kommt genau. Wir treffen. Freut mich. Also, peace. Auf rein. Ciao. Jo, ciao. Danke dir. Also, ja, an dieser Stelle sage ich jetzt auch noch vielen Dank an euch. Ich beende jetzt dieses Video. Vergesst natürlich das Abonnieren nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Und ja, wie gesagt, checkt Marius mal aus. Natürlich auch Basti, die ganze Maha Group. Richtig cool. Da werdet ihr skisatt, denke ich mal. Also haut's rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. Servus.